Liebe Fassfreunde, wieder mal Zeit für ein Videoblog, diesmal vor dem Derby-Spiel aus der Pokalrunde in der Oberliga Ost zwischen der Akademiker und der Schlittschuhclub. Und neben mir auf einer Seite habe ich The Comeback Kid sozusagen, Rekordspieler, Nummer aufgehängt auf den Raften, Lucien Eichner, a.k.a. Schipper. Schön, dass du wieder da bist, wir kommen gleich dazu. Aber auf der anderen Seite, ja, einer der Leitwolfe. Kann man sagen, mit einem schmunzelnden Gesicht, Fabio Pacek. Wir fangen mit Schipper an, aber, ne? Schipper, eigentlich hast du aufgehört, für die Oberliga zu spielen letztes Jahr. Nun bist du wieder da. Was für ein Gefühl ist das für dich, ausnahmsweise mal in der ersten Mannschaft aushelfen zu dürfen? Ja, Chris hat mich gefragt, habe ich natürlich gleich ja gesagt, weil ich kenne die ganze Mannschaft, hatte jahrelang hier viel Spaß und ohne Frage gleich ja gesagt. Es ist halt so, Fabio, für diesen Spiel morgen gegen den Schlittschuhclub etlichen 1B-Spieler sind dabei, weil der DNL haben auch deren Playoffs und wir haben auch etliche Verletzten wie Gries und wie Selisch zum Beispiel. Wie war es für dich heute beim Training, mit ein paar von den Jungs von damals, sage ich mal, zu trainieren? War eigentlich fast wie immer, ja. Die fehlen uns jetzt seit sag ich mal, einer Saison und ja, es war nichts Neues für mich, hat Spaß gemacht. Und die Jungs, die laufen wie E&D. Es ist ein Spiel gegen Schlittschuhclub. Nun, eigentlich, der hat eine offene Rechnung mit dem Schlittschuhclub, denn bis auf 3 Minuten 25 hätte es beinahe fast 1A gegen fast 1B in der Pokerrunde gewesen sein. Was müssen die Jungs wissen, wenn es gegen Schlittschuhclub geht? Ist es eine körperbetonte Mannschaft? Vielleicht spielen ein bisschen chippy, ein bisschen dreckiger? Was kann man erwarten? Ja, also normalerweise durch diesen Klassenunterschied sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Aber es ist, wie gesagt, Derby, da kann immer alles passieren. Und die spielen hart, haben wir gesehen. Wir waren das nicht gewohnt und haben uns da vielleicht ein bisschen beeindrucken lassen. Waren spielerisch meiner Meinung nach besser. Aber jetzt machen wir das halt mit der ersten Mannschaft wieder weg. Und dann. Und dieses Spiel findet statt in der P9. Ich glaube, du bist Charlottenburger, ne? Ich bin Charlottenburger. Ist das für dich denn ein Heimspiel? In diese neue Halle? Hast du schon ausgecheckt? Weißt du, wie es aussieht da? Gesehen habe ich es noch nicht. Habe damals angefangen, gleich in der Glocke auch daneben Eishockey zu spielen. Und ja, Heimspiel ist für mich immer noch Wedding, ist Heimspiel. Das ist ein Auswärtsspiel für uns und wird aber eine tolle Sache, denke ich. Bleib ganz schnell dabei. Letzte Frage an dich, den Patsche. Bis jetzt eine weiße Weste. Man sollte eigentlich erwarten, dass ein Oberligist, ein Regionalligist schlägt, aber man wird diese Mannschaft nicht unterschätzen, oder? Nein, auf keinen Fall. Das hast du ja in Krimmitschau gesehen, die ersten 10 Minuten. Da musst du dich erstmal dran gewöhnen, an das Tempo von den Jungs. Es geht ganz anders los wie bei uns in der Oberliga sonst. Wird schwer sein, aber ich denke, desto länger das Spiel geht, desto besser werden wir ins Spiel kommen und das Spiel auch gewinnen. Okay, morgen Abend, also Freitagabend, 20 Uhr in dem neuen Stadion von Preußen & Co. in Charlottenburg, der P9 Pokalspiel. Fast Berlin gegen den Schlittschuhclub. Fabio Pacek und die Jungs sind dabei und noch besser, Schippe ist auch dabei. Sei auch ihr dabei und danke schön fürs Interesse. Bis bald.